gehen bei dir Sex und Intimität gegen Null? Egal, ob es ist, weil du keine Lust mehr auf Sex hast, weil es einfach zu frustrierend ist oder dass es deiner Partnerin so geht oder auch euch beiden. Dann lebt ihr vielleicht schon als Schwester und Bruder nebeneinander her oder zumindest gefühlt oder wie gute Freunde in einer Art WG-Beziehung. Ihr versteht euch gut, ihr macht gemeinsame Sachen, aber das wirklich Intime funktioniert nicht mehr. Wenn das der Fall ist, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn mir geht es darum zu helfen, wenn es wirklich brennt und wenn die Hoffnung gegen Null geht. Ein kleinster Funken Hoffnung reicht schon aus, um die wieder aufflammen zu lassen, um wirklich Hoffnung zu entwickeln, dass auch du es schaffen kannst. Wie bei einem Wald zum Beispiel, ja, ein kleiner Funke reicht aus, am Anfang passiert fast nichts und auf einmal, wuff, steht alles in Flammen. Nehmen wir jetzt mal das Thema Leistungsdruck. Das haben fast alle Männer, die zu früh kommen. Hast du das auch? Stattdessen entspannten Sex zu haben, dich fallen zu lassen bei intensivem Sex und nicht bei Slow Sex nur zwischendurch mit Pausen, sondern wirklich intensiven Sex zu haben und dich da fallen lassen zu können. Als Kopfmensch rauszukommen aus dem Gedankenkreis rein ins Gefühl und die Intimität, das Verschmelzen beim Sex zu fühlen, statt beim Orgasmus nur so ein leichtes Pfft zu haben und ja, Druckablass, stattdessen wirklich intensive Lustwallungen zu empfinden. Das muss doch das Ziel sein. Passt das für dich? Bist du bereit, selbst Vorwürfe und damit auch geringes Selbstbewusstsein in die Vergangenheit gehen zu lassen und wieder als selbstbewusster Mann dich fühlen zu können, um dann mit deiner Frau auch in eine polare, in eine intensive Beziehung, auch außerhalb vom Sex, in eine intensive Beziehung gehen zu können, wo ihr beide euch wirklich nicht nur geschwisterlich, sondern intim berührt im Alltag. Und das meine ich nicht damit, dass ihr immer nur Sex habt, sondern auch diese kleinen Zwischendurchberührungen, die sind doch auch im Laufe der Jahre, wenn es einem im Bett nicht so gut geht, auch außerhalb immer weniger geworden. Und Freiheit als Mann entsteht dann, wenn du deine eigene Lust auch fühlen kannst und nicht mehr abhängig bist von ihrer Lust, sobald sie stöhnt oder ihre Lust zeigt, dass du dann die Kontrolle verlierst. Das soll auch der Vergangenheit angehören. Immer wieder sagen mir Männer, gerade die Älteren, ich sag mal so ab 50 ungefähr, sagen mir immer wieder, sie haben nur noch schwulen Pornos gucken können, weil da mehr Zärtlichkeit ist und weil sie sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Obwohl sie hetero sind. Trotzdem haben sie nur noch schwulen Pornos geguckt vorher, um Druck ablassen zu können. Das war quasi der letzte Ausweg. Auch wenn du in so einer Situation bist, oder davor Angst hast, dass du irgendwo immer weiter dahin abdriftest, dass du dich gar nicht mehr fühlen kannst, selbst bei der Masturbation, weil du immer nur abgelenkt bist im Außen oder in deinem Kopfkino, aber auch nicht von deinem Gefühl viel spüren kannst, dass die Orgasmen eben öde und eher flach werden, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, etwas zu verändern. Gerade wer Kinder hat, kennt es auch, am Anfang gibt es wirklich einen Grund, zwischendurch mal keinen Sex zu haben für eine Phase. Und danach wird es aber immer mehr ein Vorwand, um keinen Sex haben zu müssen. Man beschäftigt sich mit dem Thema einfach nicht mehr. Es gibt natürlich viel Ablenkung im Außen, aber normal ist das nicht. Für eine Handvoll Männer, insbesondere Väter, insbesondere Kopfmenschen, insbesondere diejenigen, die eigentlich fast alles an Hoffnung verloren haben, bis auf diesen Funken, für einige dieser Männer gibt es jetzt die Möglichkeit, mit mir zu arbeiten. Ja, es ist Arbeit, dein Leben zu verändern. Doch das Ergebnis, was ich dir gerade so grob beschrieben habe und was du in dir selber ja garantiert auch fühlst, dass du das willst. Wenn das für dich passt, dann gibt es die Möglichkeit, mit mir einen kurzen Call zu buchen. In diesem kostenfreien Call möchte ich herausfinden, ob du wirklich gut zu mir passt, damit wir dann gemeinsam gucken können, welches für dich die beste Möglichkeit ist, um weiterzugehen. Grundvoraussetzung für einen dieser Calls mit mir ist, dass du gut im Leben stehst. Das heißt zum Beispiel keine finanziellen oder gesundheitlichen Sorgen hast. Wenn du dir mal Finger gebrochen hast, jetzt darum geht's nicht, sondern wenn du massive Beeinträchtigungen hast, dann bitte keinen Call mit mir buchen. Tu dir selber den Gefallen und mach es jetzt. Sonst denkst du dir später nur, oh, das hätte ich ja schon längst machen sollen. Der einzige Zeitpunkt, an dem du wirklich etwas verändern kannst, ist jetzt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern jetzt.